auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Timo, herzlichen Glückwunsch zum Weiterkommen in der Relegation. Ja, verdienter Sieg, was meinst du? Über das gesamte Spiel hat natürlich Büchig, aber wir auch, viele Chancen gehabt. Ich hätte es nicht gedacht, dass wir so viele Chancen haben und nicht nutzen. Aber für die Einstellung, für die Laufbereitschaft und allem drum und dran sehe ich da schon, dass wir auch der verdiente Sieger sind. Ja, wie konntet ihr das Spiel drehen, nachdem Büchig natürlich mit dem 1:0, mit einem schönen Tor, was vielleicht nicht unhaltbar war, vorgelegt hat? Die erste 20 Minuten allgemein kamen mir in brenzliche Situationen. Die hatte da immer einen Mann in Überzahl im Mittelfeld, aber da gut kombiniert, aber das wusste man und hatte da auch, wie gesagt, Probleme. Und dann kommen sie dadurch durch den Freistoß in Führung. Und dann wieder zurückzukommen, ist eigentlich dem Tor zu schulden, wo wir dann kurz vor der Halbzeit, ich glaube 5 oder 8 Minuten vor der Halbzeit, und das pusht natürlich eine Mannschaft, das pusht eine junge Mannschaft, das haben wir auch in der Halbzeit angesprochen, wir haben dann auch umgestellt und wir haben es dann in der zweiten Halbzeit viel, viel besser gemacht, sind einen Tick tiefer gestanden und eigentlich musst du das Ding noch vorher entscheiden. Wir haben dann eine riesige Chance gehabt und dann den Elfmeter, ein bisschen glücklich, aber ich denke, den kann man geben. Erste Halbzeit hätte man da schon den Handelfmeter eventuell geben können, ich habe es nicht richtig gesehen. Aber nochmal, die Mannschaft, die hat gefeitet, die hat alles gegeben und auf das bin ich stolz und deswegen hat man das auch verdient. Wie hast du die Chancen vor dem Spiel gesehen? Wer war in der Favoritenrolle? Vielleicht ein Tick, ich habe es ja gesagt, 50-50, aber ein Tick Büchig, weil sie einfach auf erfahrene, gute Spieler haben, Außenbahne, Spielertrainer, der Göring, der zieht das Spiel ja schon an sich und versucht da gut durchzukombinieren im Mittelfeld. Aber wir kamen über die Einstellung, wir kamen über die Laufbereitschaft und wurde dann auch belohnt. Wie hoch sind die Chancen in der nächsten Runde bzw. im Finale, im Relegationsfinale gegen Malsch? Kommt auf der Platz drauf an. ich habe Malsch gestern 60 Minuten gesehen, die haben mir einen guten Eindruck gemacht. Aber ich habe auch mit Sicherheit ein paar Schwächen gesehen. Jetzt werden wir uns diese Woche zusammensetzen und werde einen Plan schmieden und dann das Bestmögliche rausholen. Timo, ich danke dir vielmals für das Interview und viel Erfolg. Dankeschön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.